Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Gemeinde, die unglaubliche Geschichte vom Hebräer Josef, der in Ägypten Karriere macht, ist wohl allen aus dem kirchlichen Unterricht bekannt. Josef ist der 11. Sohn von Jakob, dem Stammvater der 12 Stämme Israels. Josef ist der Lieblingssohn Jakobs, was natürlich Konflikte mit seinen Halb- und richtigen Geschwistern auslösen muss. Die Brüder versuchen, Josef in einer Zisterne zu ertränken. Als das misslingt, wollen sie ihn verkaufen. Letztlich kommt ihnen eine vorbeiziehende Karawane zuvor. So wird Josef nach Ägypten verkauft. Er macht sich dort unter anderem einen Namen als Traumdeuter. Er deutet sogar die rätselhaften Träume des Herrschers, des Pharaos. 7 Jahre des Überflusses und 7 Jahre der Hungersnot werden kommen, deutet er aus den Träumen. Josef steigt in Ägypten auf der Karriereleiter weit hinauf. Und nach einer Periode, einer Zeit des Überflusses, weitet sich die Hungersnot bis nach Israel aus. Und die Brüder ziehen zweimal zum Getreidekauf von Galiläa nach Ägypten. Denn dort sind, dank Josef, die Getreidespeicher voll. Schließlich gibt Josef sich seinen Brüdern zu erkennen und fordert sie auf, mit dem Vater und der ganzen Großfamilie nach Ägypten zu kommen. Das tun sie und letztlich stirbt der Vater Jakob in Ägypten. Ich lese Ihnen den Predigttext, der im Buch Genesis, also im ersten Buch Mose, steht. Ich lese im Kapitel 50 die Verse 15 bis 21. Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten, hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend. Sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm mitteilen, dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld. Ja, sie haben dir Böses angetan. Nun vergib ihnen dieses Unrecht. Sie dienen doch dem Gott deines Vaters. Als Josef das hörte, fing er an zu weinen. Da gingen seine Brüder zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und sagten, wir sind deine Knechte. Aber Josef sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird. Ein großes Volk am Leben erhalten. Deshalb fürchtet euch nicht, ich werde für euch und für eure Kinder sorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Liebe Gemeinde, die ganze Geschichte Josefs ist ein Krimi mit vielen Wendungen, die eigentlich alle auf den Schluss vorbereiten, den ich eben gelesen habe. Ich kann mir ohne allzu viel Fantasie ganz gut vorstellen, dass es im Hause Jakob ziemlich bunt zu und her gegangen ist. Eine große Kinderschar, welche von verschiedenen Müttern stammen. Neid und Eifersucht sind ja unter Geschwistern normal, aber bei 12 Jungs, die wohl alle um die väterliche Liebe und Anerkennung buhlen, muss es zu kleineren und leider auch großen Konflikten kommen. Aber im Predigttext geraten die Konflikte an den Rand. Sie verlieren an Bedeutung, denn Versöhnung findet statt.
Lassen Sie mich einige Gedanken dazu formulieren. Zuerst das. Ich schätze viele der bekannten Geschichten und Begebenheiten im Alten Testament ganz besonders. Sie berichten von vielen großen Männern und Frauen, die bis heute Kunst und Literatur bevölkern. Zum Teil gelten sie schon damals als Heldinnen und Helden und vor allem als Vorbilder. Denken Sie an Ruth oder David, der den Goliath besiegt. Aber eins zeichnet alle aus: Sie sind Menschen. Menschen, welche Fehler machen. Menschen, welche im Alltag nicht immer so toll handeln. Menschen also wie wir. Sie sind glücklich und treu, oft auch untreu und unglücklich. Sie mogeln und lügen und versuchen gar, ihren Bruder für immer loszuwerden. Sie streiten darum, wer nun gerechter oder wichtiger ist und so weiter. Dadurch sind ihre Taten und Untaten auch ernst zu nehmen, denn wären sie nur gerade perfekt, würden ihre Geschichten uns nichts sagen, sie wären einfach nur unterhaltsam. Aber gerade das sind sie nicht, unterhaltsam, denn von reiner Unterhaltung könnten wir ja nicht so viel lernen. Im Predigttext geht es also um Versöhnung. Um Versöhnung nach einem langen und elenden Streit. Sicher kennen auch Sie Familien, in denen gewisse Familienmitglieder nicht mehr mit anderen Familienangehörigen zu tun haben wollen, wo seit Jahren, manchmal Jahrzehnten Unfrieden herrscht. Oder wir hören von Schulkindern, welche andere mobben. Am Arbeitsplatz entstehen Konflikte und nicht zuletzt gibt es ganze Staaten, deren Regierungen rot sehen, wenn vom Nachbarstaat die Rede ist. Das sind alles Konflikte, welche sogar über Generationen schwelen und sich dabei verfestigen. Dann heißt es, die ist ja eh nur so oder jener macht es sowieso wieder. Und oft wissen beide Seiten eigentlich, worum es geht, ändern aber nichts daran. Die 11 Brüder Josefs sagen es so. Hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend. Sonst wird er uns alles Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben. Die 11 Brüder wissen sehr genau, dass sie schlecht gehandelt haben. Und sie erwarten eigentlich Rache. Aber es geschieht genau das Entgegengesetzte. Es passiert Versöhnung. Es passiert das Unerwartete, das Überraschende. Versöhnung ist ja der Schritt, der eine zwischenmenschliche Beziehung wieder möglich macht. So wie uns die Bibel Versöhnung erklärt, ist sie noch etwas mehr. Denn alle Menschen sind Gottes Geschöpfe, sind also in Beziehung mit Gott, mit ihm, mit ihr. Ist aber eine zwischenmenschliche Beziehung getrübt, ist auch die Beziehung mit Gott getrübt, so die Bibel. Wenn wir uns die Versöhnung von Josef und seinen Brüdern genauer anschauen, passieren folgende Schritte. Erstens, die Brüder anerkennen, zuerst vor sich selbst, ihr Unrecht. Beim zweiten Schritt wenden sie sich Josef zu und bitten im Namen des Vaters um Versöhnung. Sie machen also den ersten Schritt auf Josef zu. Und drittens, sie bitten um Vergebung, auch wieder im Namen des verstorbenen Vaters. Und Josef reagiert nicht mit Wut oder Ablehnung. Er reagiert für die 11 unerwartet. Er bleibt sachlich und stellt fest, ja,
ihr wolltet mir Böses antun. Und dann weint er ist berührt, denn offenbar hat auch er nicht erwartet, dass diese Versöhnung geschieht, möglich wird. Und Josef vergibt ihnen. Sucht man im Internet nach einer Anleitung zur Versöhnung, gibt es unzählige Tipps. Die meisten enthalten nebst anderen Aspekten die von mir vorhin genannten Schritte. Das ist erstens den ersten Schritt machen, zweitens sich entschuldigen und drittens sachlich bleiben. Das machen ja die Brüder und Josef. Was die Ratgeber im Internet nicht beschreiben, ist das, was mit Menschen bei einer Versöhnung geschieht. In unserem Fall ist es so, dass das Opfer, also Josef, Einblick erhält in das Erleben der Täter, also seiner 11 Brüder. Und auch umgekehrt, die Brüder sehen Josef an, was gerade mit ihm passiert. Und ich glaube, genau das weicht die Fronten auf, den gegenseitigen Einblick ineinander. Zuvor war Josef einfach nur der Lieblingssohn, auf den sie ein Leben lang neidisch waren. Und für Josef waren die 11 Brüder nur jene, welche ihn töten und danach vertreiben wollten. Aber jetzt stehen sie sich als Menschen gegenüber. Weder die einen noch der andere bekommen dabei recht, darum geht es ja. Sie finden sich auf gleicher Ebene wieder. Und das war ja jahrzehntelang nicht möglich. Und dann sagt Josef einen entscheidenden Satz. Er sagt, fürchtet euch nicht, bin ich etwa Gott? Er macht ihnen klar, dass auch er unter Gott steht und es ihm nicht zusteht, sich als Richter aufzuspielen. Vor einem Menschen, der diese Fragen in seinem Herzen bewegt, müssen die anderen keine Angst haben. Die Grundbedeutung eines der hebräischen Worte für Vergebung bedeutet tragen, wegnehmen. Die 12 Brüder tragen ab ihrer Versöhnung ihre Vergangenheit zusammen weiter. Sie sind auf eine ganz neue Art aneinander gebunden. Aber auch für die 12 Söhne Jakobs damals gilt, Versöhnung und Vergebung passieren, aber Versöhnung muss gepflegt, gehegt werden, denn schnell sind alte Muster wieder da. Versöhnung muss Teil des neuen gemeinsamen Lebens werden und Früchte tragen dürfen, ganz ohne Angst voreinander. Josef sagt ganz am Schluss, deshalb fürchtet euch nicht, ich werde für euch und für eure Kinder sorgen. Amen.